Ja, also im Kopf sind wir auch noch bei dieser Deutschland-Niederlage vom Donnerstag, dem Aus für die deutsche Nationalmannschaft. Wir haben auch gestern Nachmittag noch lange zusammengesessen, auch darüber gesprochen. Und jetzt hatten wir im Studio ja gerade das Thema Identität, dass wir eine neue brauchen, beziehungsweise die deutsche Nationalmannschaft. Jetzt frage ich mich natürlich, wie soll das so schnell gehen, wenn wir an die EM 2024 denken? Und das sind ja gerade mal anderthalb Jahre. Ja, aber es sind Dinge passiert schon Jahre zuvor. Wir haben das vergessen. Wir haben uns zu sehr auf den Erfolg, den wir hatten, glaube ich, auch ausgeruht. Wir haben uns zu sehr auch fokussiert darauf, Dinge immer spielerisch zu lösen, haben uns darauf eben zu sehr fokussiert und haben eigentlich das, wo uns die anderen Nationen ja beneiden, unsere DNA. Also ich bin vielen Spielern, Legenden wie Ferdinand oder Cafu und die, oder Stoichkov über den Weg gelaufen und die haben gesagt, was ist los mit euch? Ihr habt nicht mehr das, was euch ausgezeichnet hat. Das sieht man nicht mehr. Und da müssen wir wieder hin und da müssen wir das aufbauen. Wie schafft man das? Das müssen wir erstmal die Spieler, die wir haben. Es wird sich jetzt in den nächsten eineinhalb Jahren ja der Kader nicht so viel ändern, weil es kommt nicht viel nach. Es kommt vielleicht noch ein Florian Wirtz dazu. Wir müssen halt einfach schauen, auch, dass wir die Führungsspieler eben, dass der Druck so ausgeübt wird, auch auf die Spieler, die vielleicht nicht hundertprozentig die Mentalität manchmal auch haben, dass die halt eben das dann auch verstehen, dass sie abliefern müssen, nicht nur das Fußballerische, sondern auch diese Mentalität. Und wenn sie das nicht tun, dann dürfen sie auch nicht mit zur Nationalmannschaft. Ja gut, aber dann ist ja auch die Frage, Mensch, liegt es vielleicht an der Spielergeneration, die diese Mentalität, die gebraucht wird, einfach nicht mehr auf den Platz bringt? Jetzt frage ich mich, ist das eine Sache, die man trainieren kann oder auf was muss man da setzen? Naja, trainieren kann man das nicht, aber man muss es halt auch vorleben und das ist ganz wichtig. Ich hatte das Glück in meiner jungen, als ich 18 war, da waren Platzhirsche, ja, da waren Platzhirsche da und da habe ich mir schon auch das ein oder andere abschauen können und auch müssen, ansonsten hätte ich da nicht überlebt sozusagen in dem Gebilde. Und man muss lernfähig sein und man muss aber auch Vorbilder haben oder Spieler in den Reihen haben, die das halt diese Werte auch verkörpern auf eine ehrliche Art und Weise. Insofern wäre es natürlich auch nicht unbedingt von Vorteil, wenn Thomas Müller tatsächlich seine Karriere in der Nationalmannschaft beendet. Er hat das so ein bisschen offen gelassen. Du hast selber gesagt, das hört sich für mich eigentlich ganz klar nach Abschied an. Er hat es noch nicht zu 100% bestätigt. Hattet ihr nochmal Kontakt? Nein, wir hatten jetzt noch keinen Kontakt. Ist natürlich auch sehr persönlich das Thema. Ich meine, wenn man aus der Nationalmannschaft austritt, ist es eigentlich schon so der erste Schritt, dass man auch mit dem Fußball ganz aufhört. Und das ist natürlich schon was Emotionales. Aber mal schauen, wir haben jetzt noch keinen Kontakt gehabt. Aber ich bin mir ziemlich sicher beim Thomas, wenn er was will, dann ruft er mich auch wieder an. Wenn er was will, was könnte er denn wollen? Weiß ich nicht, aber man unterhält sich so Golf spielen mal wieder dann, aber man kommt schon wieder zusammen. Dann hätte er auch wieder mehr Zeit dafür. Aber mal schauen, wir sind gespannt, wie dann die Entscheidung letztendlich ausfällt.